Der Eurofighter der Bundeswehr. Ein modernes Mehrzweck-Kampfflugzeug. Sie fliegen Überschall. Können bis zu 1700 Schuss die Minute abfeuern. Top Gun auf Deutsch. Jetzt kommt raus, Ex-Bundeswehr-Kampfpiloten bilden chinesische Militärflieger aus und bekommen dafür horrendes Geld. Wenn sich dieser Sachverhalt als wahr herausstellt, ist das ein ungeheuerlicher, empörender und problematischer Vorgang. Verraten diese drei deutschen Piloten NATO-Geheimnisse an China? Der deutsche Verteidigungsminister warnt seinen chinesischen Amtskollegen. Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unverzüglich beendet wird. Auch ein chinesischer Spion ist in die Geschäfte verwickelt. Su Bin. Deutsche Piloten als Militärausbilder in einer Diktatur, die nach der Weltmacht greift. Frontal. Ex-Bundeswehrsoldaten im Einsatz für China. Der Skandal beginnt hier in Rostock-Lage, am Standort des taktischen Luftwaffengeschwaders 73, dessen Auftrag? Eurofighter-Piloten ausbilden und den NATO-Luftraum sichern. Recherchen von Frontal und Spiegel zeigen, dass ehemalige Bundeswehrpiloten nach ihrem Ausscheiden ihr militärisches Wissen zu Geld machen. Bei der chinesischen Luftwaffe. Einer von ihnen ist Alexander H., ein erfahrener Kampfpilot und Flugtrainer. Rostock. Hier in der Gegend wohnte Alexander H. früher. Wir sind auf Spurensuche. Nachbarn erzählen, er sei vor Jahren von hier weggezogen. Nach China. Die haben da Pilotenausbildung gemacht. Er ist da weiter auch geflogen. Die verdienen da halt ein Heidengeld. Es ist ja auch eine Entscheidung, so nach China zu gehen, wenn man so ein westliches Leben gewohnt ist. Tatsächlich zeigen Daten des Einwohnermeldeamtes, H. ging Ende März 2013 in den Nordosten Chinas. Nach Shishiha. In der Millionenstadt befindet sich ein wichtiger Stützpunkt von Chinas Luftwaffe. Mit Kampfjets vom Typ Jian 11. Ist hier der neue Arbeitsplatz der deutschen Piloten? Auch Peter S. war Kampfpilot bei der Bundeswehr, stationiert in Rostock-Lage. Wir fahren hin, denn offiziell wohnt er noch in Rostock. Sein Briefkasten? Seit Wochen offenbar ungeleert. Auch er soll in China arbeiten. Wir erreichen ihn telefonisch. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen über Ihre Beratungstätigkeit, Ausbildungen in China. Okay, Sie wissen schon, wie spät wir es haben. Das ist uns nicht ganz klar. Wie Sie haben denn? Wahrscheinlich Mitternacht gerade. Sie sind in China gerade. Vielleicht doch nochmal die Frage. Er hat aufgelegt. Ja. Was machen ehemalige Bundeswehrpiloten bei der chinesischen Luftwaffe? Die Geheimdienstkontrolleure im Bundestag sind alarmiert. Wir haben die Sorge, dass Soldatinnen und Soldaten nach ihrer Beschäftigung für den deutschen Staat in Beschäftigungsverhältnisse geraten können, in denen sie Staatsgeheimnisse verraten und das ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Deutschland, Europa und die NATO darstellen könnte. Auch Dirk J. ist pensionierter Kampfpilot. Auch er soll in China sein. Früher flog er das Kampfflugzeug Tornado und wohnte in der Eifel. Frontal und Spiegel finden Verwandte. Er habe wenig über China erzählt, sagen sie. Da war irgendwas mit Ausbildung, aber so richtig verstanden haben wir es auch nicht, weil er damit immer so ein bisschen hinterm Zaun geblieben ist. Der hat sich da nicht groß in die Karten gucken lassen. Deutsche Ex-Bundeswehrpiloten als Militärausbilder in China. Das Land will Supermacht werden. Chinas Militär rüstet auf. Zu Boden, zu Wasser und in der Luft. Immer aggressiver. China macht kein Geheimnis daraus, dass es sich Taiwan einverleiben will, mit allen Mitteln. Im April erst drangen chinesische Kampfpiloten bei einem Manöver in den Luftraum vor Taiwan ein. Wir werden uns niemals verpflichten, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Westliche Expertinnen sehen Peking auf Kriegskurs.
Man versucht nicht nur sozusagen im Material aufzubauen, sondern vor allen Dingen auch das Personal auf die Ebene zu bringen, dass es wettbewerbsfähig ist und Kriege führen und gewinnen kann. Das ist das Credo, das vorgegeben wird von der Kommunistischen Partei. Zurück zu den Ex-Kampfpiloten der Bundeswehr. Die gehen gewöhnlich mit 41 Jahren in den Ruhestand. Die Reflexe lassen nach, die Sehkraft schwindet. Wer um die 40 ausscheidet, erhält rund 50% des letzten Gehalts als Pension. Deshalb nehmen viele Ex-Piloten private Jobs an, als Flugtrainer. Das müssen sie bei der Bundeswehr anzeigen. Ob Peter S. und die anderen Deutschen dem nachgekommen sind, ließ das Verteidigungsministerium auf Nachfrage offen. Alexander H. und Dirk J. wollen sich nicht äußern. Peter S. lässt mitteilen, er habe Pilotenwissen nach Recht und Gesetz weitergegeben und 2013 eine Genehmigung zur Pilotenausbildung im Ausland erhalten. Vom Personalamt der Bundeswehr. Wir fragen nochmal beim Verteidigungsministerium nach. Das kann nicht sagen, ob die deutschen Kampfpiloten für ihre Trainings in China eine staatliche Genehmigung hatten. Die Akten dazu seien vernichtet worden, aus Datenschutzgründen. Konstantin von Notz sieht Handlungsbedarf. Es müsse dringend aufgeklärt werden, ob die Piloten tatsächlich Genehmigung hatten, in China zu trainieren und ob die Akten dazu möglicherweise rechtswidrig gelöscht wurden. Die Seychellen. Hier gründen die deutschen Ex-Soldaten 2013 Beratungsfirmen. Über die soll ihre Bezahlung als Pilotentrainer geflossen sein. Es ist die Rede von um die 200.000 Euro im Jahr. Panama City. Die Beraterfirmen wurden damals über eine Anwaltskanzlei angemeldet. Mossack Fonseca. Deren Spezialgebiet? Steuervermeidung und Briefkastenfirmen. 2016 flog das Geschäftsmodell auf, als die Süddeutsche Zeitung die Panama Papers veröffentlichte. Auch dem ZDF liegen die Dokumente vor. Peking. Die drei Piloten haben auch hier eine Anschrift und einen Geschäftspartner. In diesem etwas heruntergekommenen Bürokomplex im Osten der chinesischen Hauptstadt. Die Firma heißt Load Technology Limited. Wir fragen nach. Angeblich kennt die hier keiner. Doch in diesem Dokument von 2016 steht nicht nur die Pekinger Adresse, sondern auch die Namen der drei deutschen Piloten sind erwähnt. Sie werden als Luftfahrtberater für Load Technology genannt. Es gibt einen Mann hinter Load Technology. Sein Name? Su Bin. Ein Spion in Diensten Pekings. 2016 wird er in den USA zu knapp 4 Jahren Haft verurteilt. Su Bin hat laut diesen Gerichtsakten gestanden, dass es ihm und den beteiligten Hackern um den Diebstahl sensibler und wertvoller Militärdaten gegangen sei, über US-Militärflugzeuge. Verrat von geheimen Daten zur US-Militärtransportmaschine C-17 und den amerikanischen Kampfjet F-22 Raptor und F-35, beide mit Tarnkappentechnik. Für China ist Meisterspion Su Bin so wichtig, dass es seine Auslieferung erzwingt, im Austausch gegen in China verhaftete Kanadier. Warum machen ehemalige deutsche Kampfpiloten Geschäfte über Briefkastenfirmen mit einem chinesischen Spion, dessen Firma schon seit 2014 auf einer US-Sanktionsliste steht? Dazu schweigen die Piloten. Peter S. bestreitet eine Arbeitsbeziehung zu Su Bin. Und Steuern habe er in China gezahlt. Alles ganz legal. Ich glaube, für Starten und Landen von Flugzeugen brauchen die Chinesen keine extra Ausbilder, sondern es geht hier offensichtlich um Fachkenntnisse. In diesem Fall wahrscheinlich Fachkenntnisse, die auch im Zusammenhang mit NATO-Manövern erlernt worden sind, um genau diese Taktiken und Geheimnisse, Geheiminformationen zu erlangen. Das wäre in der Tat ein maximal problematischer Vorgang und stellt ein enormes Sicherheitsrisiko dar. Sydney, Australien. Auch in anderen NATO-Partnerländern hat China Kampfpiloten angeworben. Im Herbst 2022 wurde Daniel Duggan verhaftet. Er soll chinesische Militärpiloten trainiert haben, offenbar ähnlich wie die Deutschen seit 2013. Und auch Duggan soll mit dem chinesischen Spion Su Bin zusammengearbeitet haben. Die Ankläger werfen Daniel Duggan unter anderem vor: Verschwörung, Verstöße gegen Waffenexportgesetze, Geldwäsche.
In der Anklageschrift heißt es: Das Training habe Fluglehrer erfordert, die Kenntnis und Erfahrung haben in der Marinefliegerei nach NATO-Standards. Duggan sitzt seitdem in Australien in Haft, soll an die USA ausgeliefert werden. Sein Anwalt bestreitet die Vorwürfe. London. Das britische Parlament geht dem Verdacht nach, dass rund 30 ehemalige Piloten der Royal Air Force ebenfalls in Diensten Pekings standen oder stehen. Der britische Luftwaffeninspekteur Mike Wixton fordert Aufklärung. Das ist nicht akzeptabel und wir sollten China zur Rede stellen. Und die Deutschen? Das Verteidigungsministerium teilt auf Nachfrage mit, man wisse seit Jahren, dass China NATO-Piloten rekrutiert. Die deutschen Geheimdienste ermitteln. Man wolle, Zitat, aktiv die weitere Anwerbung von Piloten verhindern. Ich glaube, die insgesamte Naivität im Umgang damit, welchen Wert auch Personal von Streitkräften im Ruhestand haben kann, die ist noch relativ groß. Denn das ist ganz klar inzwischen, Chinas Streitkräfte sind nicht mehr nur ein Problem für die regionale Stabilität und regionale Sicherheit, sondern ganz eindeutig auch ein Problem für Deutschlands nationale Sicherheitsinteressen, wenn sie denn in den Kriegseinsatz ziehen. Die Recherchen zu deutschen Kampfpiloten in China zwingen den Verteidigungsminister zum Handeln. Noch in Singapur verspricht Pistorius Aufklärung. Jeder Einzelfall muss geprüft werden, das müssen wir, werden wir konsequent machen. Und alle Überschreitungen werden geahndet, das ist völlig eindeutig. Die Piloten sind weit weg in China. Ob sie wirklich Konsequenzen fürchten müssen, bleibt offen. Für wie groß hältst du das Problem, dass ehemalige deutsche Luftwaffenoffiziere in China Militär ausbilden? Schreib uns deine Meinung in den Kommentaren und lass ein Abo da. Und wenn du wissen willst, wie Chinas Hightech-Überwachung funktioniert, klicke links.